Herr Danner, welche unterschiedlichen Wege gibt es denn letztendlich, um Schauspieler zu werden? Ich finde, wenn jemand Theaterinteresse hat, ist das von Vorteil, weil ich habe auch schon Schüler erlebt, die dann auf der Schauspielschule waren und gar nicht wussten, wo oben und unten ist oder was sie da überhaupt, wo sie anfangen sollen. Ja. Und das Allerwichtigste würde ich sagen, Ausdruckswille. Dass man Lust hat, da auf die Bühne zu gehen, das kann nämlich ganz schön lähmen. Und dann was zu tun, was einem selber entspricht. Wie viel Geld verdient denn im Durchschnitt so ein Schauspieler? Wollen Sie das wirklich wissen? Ja. Ja. Also ich glaube, da gibt es ja gerade zurzeit eine große Diskussion im deutschen Theaterwesen, weil die Anfängergage bei 1.700 Euro lag, brutto. Und es gibt eine gesellschaftliche Bewegung vom Ensemble-Netzwerk, dass die angehoben wurde. Manche Theater sind sofort mitgezogen, andere ein bisschen widerwillig auf 2.000 oder sowas. Dann gibt es die Diskussion, dass Frauen eventuell auch genauso viel verdienen könnten wie die Männer, wenn sie das gleich auf der Bühne machen. Das tun sie nicht? Das tun sie, taten sie bei weitem nicht. Auch das ist jetzt erst in Bewegung. Und die Anfängergage, würde ich sagen, ist bei 2.000 und dann kann man sich das hochrechnen. Ich glaube, wenn jemand richtig gut am Theater verdient und etwas älter ist, dann ist es vielleicht bei 5.000. Was sollte dann ein angehender Schauspieler als allererstes wissen? Was bringen Sie den Schauspielern als erstes bei? Also wissen müssen die erstmal nichts. Die müssen Lust haben, was auf der Bühne zu tun. Und die müssen Lust haben, sich selber zu entdecken. Das fängt ganz klein an, eigentlich mit was, das würden Sie als Partyspielchen bezeichnen. Und das sind Konzentrationsspiele. Und Spiele, die einem dazu führen, nicht zu viel über sich selber nachzudenken, sondern weg von sich zu spielen und hin zum Partner zu spielen. Und nicht zu viel nachzudenken, was ich da gerade tue. Nicht so viel nachdenken. Letzte Frage, was würden Sie denn jetzt unseren jungen Zuschauern raten, wie sie am besten schon frühzeitig anfangen könnten, sich im Schauspiel zu üben? Meistens hat ja jemand irgendwie in der Biografie Dinge, die mit Schauspiel zu tun haben als Kind. Spiele, die man bevorzugt. Oder zum Beispiel, ich habe wahnsinnig viel getrommelt. Ne, das ist irgendeine Form, wo man sich künstlerisch ausdrückt und dann bekommt das vielleicht eine Richtung oder eine Farbe und dann interessiert man sich plötzlich für die Schultheater AG oder, keine Ahnung, schwärmt für eine Schauspielerin, für einen Schauspieler. Und dann, wenn das länger anhält, dann kann man anfangen, vielleicht mal ins Theater zu gehen, sich dafür zu interessieren. Und wenn man dann, also bei mir war es, glaube ich, ganz klar ein Theatererlebnis in Frankfurt. Da habe ich einen Schauspieler gesehen und das hat mich elektrisiert. Und da war eigentlich dann die Idee geboren und das hat dann auch nicht mehr aufgehört. Vielen Dank, Herr Danner. Früh übt sich also. Ich bedanke mich bei Ihnen. Bitte, gern.